unserer Style-Expertin Luisa Rossi dreht sich alles rund um Mode. Oh, schön, bist du bei mir, Sally. Hoi, Luisa. Als allererstes muss ich nämlich das anlangen. Wow, fühlt sich ja schön an. Das mal, also ich habe schon sehr viele Herren gestylt, aber keine hat seit der Jugend keine Jeans mehr gekauft. Also das geht gar nicht, gell? Du weißt jetzt, was die brüht. Jeans. So ein cooler Look, blau, weil du trägst sehr gut blau und noch vieles mehr. Gerne. Also wir gehen. Danke vielmals. Marco, stimmt, dass du Sneaker auch seit ewig nicht mehr gekauft hast? Richtig, ja. Also, look, dann kriegst du gerade mal ein paar schöne, leichte Sneakers über. Jeans und natürlich noch mal eine Premiere, und zwar eine Bomberjacke für dich. Ich wollte sehen, wie du aussiehst. Ich freue mich drauf. Marco ist eigentlich sehr sattelfest im Anzugbereich. Da passt alles von A bis Z. Aber eben im Bereich Casual, dort hat er ein grosses Defizit. Deshalb habe ich immer Jeans ausgesucht von Replay, und zwar eine Hyperflex-Jeans, die sehr bequem ist, damit er sich auch wohl drin fühlt und auch seine Größe gut aufnimmt. Dazu habe ich ein Hemd, hat eine Struktur drin von der Farbe her und ist recht cool und frech. Und dazu habe ich einen Blouson genommen, also weg total vom Blazer. Ja, kein Blazer im Moment, sondern mehr ein Blouson oder auch eine Bomberjacke, die gleich in diesem blauen Ton ist. Also ich habe einen behalten im Blue. Und natürlich den Schuh, ganz lässigen vom Marco Polo, leichten Turnschuh, weil das hat er auch nicht. Habe ich dafür ganz leichten, also mit dem kann er praktisch wegfliegen in diesem Look. Bei diesem Look habe ich aber jetzt zuerst auf den Schuh gesetzt. Und zwar habe ich einen Turnschuh ausgesucht, so einen frechen Sneaker von Anthony Morato. Das ist mit dem grünen, schwarzen Ton, ist auch etwas, das er nicht tragen tut. Und ich fand, das passt zu ihm. Und so habe ich mich aufgeschafft. Und dort habe ich eine dunkle Jeans genommen, auch wieder ein Hyperflex von Replay, kombiniert mit einem Shirt von Boss. Und dazu so eine heiße Parka-Jacke in grün. Ich finde, die steht ihm total gut und ist frech und gleich hat er total Stil drin. Also ich denke, wir haben es geschafft. Der Vergleich zum Morgen zeigt, der Marco sieht auch im Casual-Look fantastisch aus. Meine neue Frisur gefällt mir eigentlich gut. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich habe jetzt jahrelang einen anderen Stil gehabt, aber es gefällt mir. Es ist etwas Neues. Und auch die Kleider, die mir Luisa ausgesucht hat, gefallen mir gut. Es ist mal etwas ganz anderes. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne beim ganzen Team bedanken. Hat mir Spass gemacht, es war ein aufregender Tag für mich. Und ja, ich hoffe, es kommt in meinem Umfeld auch gut an. Sind auch Sie ein Mann mit Lust auf eine optische Veränderung? Dann bewerben Sie sich jetzt. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage lifestyle-tv.ch.